Dieser Mann lief mit einem riesigen Bauch herum und verbarg ein Geheimnis, bis es gelüftet wurde. Als seine Nachbarn dieses schließlich erfuhren, taten sie dies. Wie die meisten jungen Erwachsenen verliebte sich auch Ari während seiner Schulzeit. Der Name der jungen Auserwählten war Caitlin. Caitlin war meine erste Liebe. Wir haben uns im College kennengelernt. Als ich sie das erste Mal sah, dachte ich, sie ist die schönste Frau, die ich je gesehen habe. Ihre Liebesgeschichte war wie im Film. Sein Schwarm hatte auch Gefühle für ihn. Bevor die beiden sich kennenlernten, hatte Caitlin ihn längst bemerkt und ihn monatelang still bewundert. Als sie sich schließlich trafen, gingen sie sofort eine romantische Beziehung ein. Aber einige Monate danach machte Caitlin mit Ari Schluss. Er war todunglücklich. Es gibt ein Sprichwort: Wenn du etwas liebst, dann lass es los, und wenn es zurückkommt, dann gehört es dir. Also tat Ari das und hoffte, dass das Universum ihn wieder mit der Frau vereinigen würde, mit der er sein Leben teilen wollte. Er versprach, sie doppelt so sehr zu lieben, sollten sich ihre Wege jemals wieder kreuzen. Nun, sein Traum wurde wahr. 8 Jahre später trafen sie sich wieder. Laut Ari standen die Sterne günstig und seither halten sie fest zueinander. Doch zu diesem Zeitpunkt war Ari inzwischen ein anderer Mensch. Alles, was Caitlin über ihn wusste, war anders als gedacht. Nachdem er lange um sie geworben hatte, wollte Ari Caitlin zu seiner Frau machen und plante seinen Antrag. Aber Caitlin kam ihm zuvor und sie überraschte Ari. Sie beschrieb Aris Gesichtsausdruck, als sie auf die Knie ging, als perfekt. Caitlin erzählte von dem verheißungsvollen Moment. Es hat so viel Spaß gemacht und es kam völlig unerwartet. Ich würde dir jeden Tag einen Antrag machen, wenn ich könnte. Das Paar ließ sich nicht lange bitten und heiratete. An diesem Tag versammelten sich Freunde, Bekannte und sogar Nachbarn, um mit den Totentauben zu feiern. Aber sie wussten nicht, dass das Paar ein Geheimnis hatte. Die Frage war, wie lange sie es noch vor ihnen verbergen konnten. Nachdem sie sesshaft wurden, wussten Caitlin und Ari, dass die Gründung einer Familie durchaus möglich war. Sie waren überzeugt, dass ein Kind sie noch näher zusammenbringt. Also planten sie, ein Kind zu bekommen, und das warf die Frage auf, wer würde es austragen? Moment mal, was? Sicher bist du irritiert, aber ich werde dir bald alles erklären. Nachdem sie einige Faktoren abgewogen hatten, entschieden sie, dass es am besten wäre, wenn Ari die Schwangerschaft austragen würde. Wie kann ein Ehemann schwanger werden? Nun, das hat alles mit dem Geheimnis zu tun, das das Paar verbirgt. Es gibt einen guten Grund, warum dieser Mann so ein Kunststück vollbringen konnte. Nach einigem Hin und Her fand das Paar einen Spender, der das für die Befruchtung benötigte Sperma lieferte. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, entschieden sie sich für einen Vertrauten. Er war ein Freund, der viele Eigenschaften mitbrachte, die ich mir für meine Familie wünschen würde, erklärte Ari. Wie hat Caitlin die Schwangerschaft von Ari verkraftet? Auch wenn man von ihrer Beziehung schwärmen würde, weil sie sich so gut verstehen, hat das Paar auch wie alle anderen Probleme. Kein Wunder also, dass Caitlin eifersüchtig auf Ari war. Sie wollte schon immer schwanger werden, aber ihr Alter war ungünstig. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen haben Babys älterer Frauen ein höheres Risiko für Chromosomenstörungen. Da sie dieses Risiko vermeiden wollte, warf sie das Handtuch und überließ Ari die schöne Last. Selbstverständlich hat sie Ari in jeder erdenklichen Weise geholfen. Während der Schwangerschaft ging das werdende Paar regelmäßig zur Untersuchung ins Krankenhaus. Jedes Mal, wenn sie zum Ultraschall gingen, zeigte sich, dass das Baby in perfekter Verfassung war, und das machte das Paar überglücklich. Als die Schwangerschaft den 8. Monat erreichte, bestätigte der Hausarzt, dass sich das Baby in einer hervorragenden Position für die Geburt befand. Das war eine wunderbare Nachricht, aber im nächsten Moment waren sie sehr niedergeschlagen. Sie waren zwar froh, dass ihr Kind in Sicherheit war, aber etwas anderes belastete sie sehr. Der einzige Weg, diese Last loszuwerden, bestand darin, das Geheimnis zu lüften, das sie jahrelang gehütet hatten. Aber waren Freunde und Nachbarn bereit für die Wahrheit? Ich war wirklich nervös, denn die meisten Leute, die mich jeden Tag sehen, wissen nicht, dass ich schwanger bin. Es war unfassbar zu wissen, dass uns die Zeit davonläuft und wir die Nachricht mitteilen müssen, sagte Ari in einem Interview.
Ari wusste, dass es wichtig war, seine Ängste beiseite zu schieben und dem Baby zuliebe in der richtigen Stimmung zu bleiben. Also entschloss sich das Paar, alles zu erzählen. Ein paar Tage danach luden sie ihre Nachbarn ein. Ein Paar, Jill und Brandon. Sie kamen zum Abendessen. Als sie Platz genommen hatten, starrten sich Caitlin und Ari an und atmeten tief durch. Es war Zeit für die große Enthüllung. Wir haben große Neuigkeiten. Es ist etwas Persönliches und Außergewöhnliches, begann Caitlin. Wir bekommen ein Baby. Und beobachtete, wie die Blicke von Jill und Brandon sofort auf Caitlins Bauch fielen. Das Paar war verblüfft, denn Caitlin hatte keine sichtbare Wölbung. In diesem Moment stellte Caitlin klar, dass Ari das Baby bekommt. Nun waren alle Augen auf Ari gerichtet und er musste die Wahrheit sagen. Ich bin transgender, sagte er zu seinen erstaunten Nachbarn, die für die nächsten paar Minuten keine Worte fanden. Nach dem ersten Schock akzeptierten Jill und Brandon Aris Identität und natürlich war das Paar darüber überglücklich. Jetzt, wo alles geklärt war, freuten sich Ari und Caitlin auf den Tag der Geburt. Was ist also Aris Geschichte und wie wurde er transgender? Ari wurde als Frau geboren und erhielt den Namen Andrea. Auch sein Verhalten und seine Veranlagung in der Kindheit waren die eines Jungen. Kurz bevor er ein Teenager wurde, fand Ari heraus, dass er sich zu Frauen hingezogen fühlte. Allerdings verbarg er sein wahres Ich, bis er 18 wurde. Zu diesem Zeitpunkt öffnete er sich seiner Familie, ohne Rücksicht auf die Meinung anderer. Glücklicherweise unterstützten seine Eltern ihn. Das führte bald zu einer Begegnung, die sein Leben grundlegend veränderte. Als Ari sich Mitte 20 näherte, fühlte er sich zunehmend unwohl in seiner Haut. Dann unternahm er Schritte, um sich in einen Mann zu verwandeln. Mit rund 20 wurde mir klar, dass ich mein Leben gerne als Mann leben würde, erklärt Ari. Also nahm er Testosteron und unterzog sich schließlich einer doppelten Mastektomie, um seine Verwandlung zu vollenden. Nach dieser Operation war Ari wieder mit Caitlin zusammen und sie heirateten. Caitlin, die sich als queer identifiziert, wuchs auch in einer Familie auf, die ihre Sexualität akzeptierte. Ein Problem, mit dem sie immer wieder zu kämpfen hat, ist zu erklären, dass sie lesbisch ist, aber einen männlichen Partner hat. Das Paar gibt zu, dass dies seltsam wirkt, aber es macht ihre Beziehung auch spannend. Wir wollen, dass es Spaß macht und die Öffentlichkeit verwirrt, erklärt Ari. Nun, da das Geheimnis gelüftet ist, lasst uns das Baby kennenlernen. Endlich war der lang ersehnte Moment gekommen und Ari war bereit für die Geburt. 10 Tage nach dem errechneten Geburtstermin holte das Paar alles, was sie brauchte und machte sich auf den Weg ins Krankenhaus. Ratet mal, wer fuhr? Ari. Als schwangerer Mann fühlte ich mich sehr verletzlich. Als wir im Krankenhaus eincheckten, wollte ich bei der Entbindung bei Bewusstsein sein. Ich wollte die Geburt meines Kindes miterleben können, erzählt Ari. Auf dem Entbindungsbett wurden bei Ari die Wehen eingeleitet, um die Geburt zu beschleunigen. Doch erst 8 Stunden danach begannen die Wehen. Die Schmerzen waren unerträglich und Ari erlebte, was jede Frau während der Wehen durchmachte. Doch Caitlins Anwesenheit tröstete ihn. Er wusste, dass er für sie und das Baby stark bleiben musste. Leider ließ die Betäubung nach und die Schmerzen wurden unerträglich. Zu diesem Zeitpunkt schien es, als würden sie sich nur noch im Kreis bewegen. Also sagte der Arzt, dass er für einen Notkaiserschnitt eingeliefert werden müsse, wenn er das Baby nicht nach 3-mal Pressen herausbekomme. Aber Ari war hartnäckig. Auf keinen Fall, sagte er und nahm alle Kraft zusammen, die er noch hatte. Glücklicherweise schaffte er es beim 2. Mal Pressen. Zuerst konnte ich spüren, wie sein Kopf herauskam, dann sein Körper. Es war so unglaublich, sagte er mit verträumten Augen und einem fröhlichen Lächeln. Sobald das Baby draußen war, legten die Krankenschwestern es auf Aris Brust und der glückliche Vater sagte, dass er sich sofort mit ihm verbunden fühlte. Auch Caitlin schloss sich der herzlichen Umarmung an. Sie waren so aufgeregt. Als ich das Baby sah, war ich so erstaunt. Es war unglaublich, sagte Caitlin. Im Moment konzentriert sich das Paar darauf, ihren kleinen Liebling aufzuziehen. Ich lasse es dich wissen, wenn weitere interessante Geschichten auftauchen. Welcher Teil dieser Geschichte hat dir am besten gefallen? Bis zum nächsten Mal.